Herzlich willkommen zu einem neuen Tina Hase DIY Video. Heute habe ich ein paar Last-Minute-Geschenkideen für euch. Diese Ideen eignen sich super, um sie schnell und einfach und günstig nachzubasteln und sie dann an Anime- und Manga-Fans zu verschenken. Entweder zu Geburtstagen, Weihnachten oder irgendwas anderem, was gerade vor der Tür steht. Und ich muss ganz ehrlich sein, ich weiß genau, wie das ist, wenn man Last-Minute noch eben schnell etwas basteln muss. Ich gehöre nämlich zu der Fraktion, die sich ewig Gedanken macht, was kann ich schenken und dann wirklich kurz vor knapp mich noch hinsetzen muss und eben noch schnell ein Geschenk basteln. Deswegen habe ich gedacht, zeige ich euch heute einfach mal ein paar Last-Minute-Geschenkideen. Und dann legen wir jetzt auch los. Ich zeige euch drei Ideen für Last-Minute-Geschenke für Anime- und Manga-Fans. Viel Spaß! Für die erste Idee brauchst du hier so eine Bilderrahmen-Spardose. Da nimmst du hinten als erstes die Abdeckung ab. Und dann nimmst du dir das Bild daraus, was schon drin ist. Und dieses Bild werden wir gleich mit Manga-Seiten bekleben. Dafür habe ich mir hier Leseproben genommen. Die bekommst du zum Beispiel im Manga-Laden oder wenn du online direkt bei den Verlagen bestellst. Und da suchst du dir jetzt als erstes ein Bild aus. Du könntest auch eine ganze Manga-Seite nehmen, aber ich finde es ganz schön, einzelne Paneele zu benutzen. Um die Seiten rauszutrennen, nehme ich mir gern mein Bastelmesser, damit geht das richtig schön einfach. Und dann schneide ich schon mal das erste Bild aus. Insgesamt habe ich mir jetzt hier 6 einzelne Bilder von verschiedenen Leseproben ausgesucht und diese lege ich als erstes probehalber auf dieses Bild von dieser Spardose drauf. Wenn etwas zu groß ist, kannst du es natürlich noch wegschneiden. Und wenn die Bilder dann alle so liegen, wie du es gerne haben möchtest, dann nimmst du dir einfach einen ganz normalen Klebestift und klebst die Bilder auf diesem Blatt Papier fest. Ich habe meine Bilder erstmal nur stellenweise festgeklebt und hinterher klebe ich dann alle Ecken noch einmal richtig schön fest. Und wenn du dann alle Bilder aufgeklebt hast, dann drehst du das Blatt einfach um und schneidest an den Seiten alles weg, was übersteht. Und dann ist das Manga-Bild auch schon fertig. Aber ich möchte jetzt gerne noch etwas darauf schreiben. Deswegen nehme ich mir jetzt hier noch ein weißes Blatt Papier und so einen Twin-Marker und Filzstifte. Und damit schreibe ich auf mein Papier jetzt einen Schriftzug auf. Du kannst dann natürlich schreiben, was du gerne möchtest. Und das Ganze kannst du dann noch mit Filzstiften oder hier mit so einem Korrekturstift ein bisschen verzieren. Hinterher auch noch mit einer Kontur versehen. Und dann schneidest du deinen Schriftzug einfach aus. Ich klebe meinen Schriftzug jetzt hier so ein bisschen versetzt auf meine Manga-Bilder, sodass man alles noch einigermaßen gut sehen kann. Und dann lege ich das Bild wieder zurück in den Bilderrahmen. Mache hinten die Abdeckung wieder drauf und dann ist mein Manga-Spardosen-Bilderrahmen auch schon fertig. Und als nächstes möchte ich gern einen Schal verzieren. Dafür habe ich einen schlichten schwarzen Schal gekauft und etwas Bastelfilz. Und aus diesem Bastelfilz schneidest du dir als erstes Katzenohren aus. Ich schneide hier ein schwarzes Katzenohr aus und weil mir die Größe ganz gut gefällt, nehme ich dieses Katzenohr jetzt als Schablone und schneide noch weitere Katzenohren aus, so dass ich insgesamt 4 Stück habe. Jetzt nehme ich mir meine Heißklebepistole und damit klebe ich diese Katzenohren jetzt aufeinander. Dafür trage ich hier an der Seite einen Streifen Kleber auf, lege das zweite Katzenohr einfach oben drüber und drücke das ordentlich fest. Und dann trage ich hier auf der anderen Seite noch einen Streifen Kleber auf und drücke das Ganze wieder ordentlich fest. Und das Ganze machst du jetzt natürlich auch bei dem anderen Katzenohr. Wenn du das Ganze gerne nähen möchtest, dann kannst du das natürlich auch machen, aber das mit der Heißklebe, das funktioniert auch sehr gut. Wenn der Kleber dann richtig schön abgekühlt ist, dann kannst du das Ohr wenden, also einmal so umdrehen, sodass du diese Klebenähte quasi innen hast. Jetzt nimmst du dir ein oranges Stück Filz und daraus schneidest du wieder Katzenohren aus, aber etwas kleiner.
Mein erstes hat mir nicht so gut gefallen, deswegen schneide ich hier jetzt noch ein weiteres aus. Ich habe hier unten so einen Bogen hingemacht, denn ich möchte gerne Luna aus Sailor Moon darstellen. Und weil mir dieses Ohr sehr gut gefällt, nehme ich das auch wieder als Schablone und schneide noch ein weiteres Katzenohr in Orange aus. Und diese orangenen Teile klebst du dann einfach auf die schwarzen Katzenohren so oben drauf. Und anschließend schneidest du dann hinten hier so einen Bogen weg, sodass man das vorne nicht mehr sehen kann. Jetzt trägst du etwas Heißkleber unten an der Kante von deinem Katzenohr auf und klebst das Ganze noch einmal ordentlich zu, sodass die Ohren geschlossen sind. Jetzt legst du dir deinen Schal vor dich hin und nähst oder klebst die Katzenohren darauf fest. Ich klebe sie wieder mit der Heißklebe an, dafür trage ich hier unten an den Katzenohren einfach einen Streifen Kleber auf und drücke sie dann ganz fest auf den Schal. Achte unbedingt darauf, dass deine Ohren den gleichen Abstand haben und nicht schief sind. Und dann schneidest du dir natürlich aus Filz noch einen Halbmond aus. Den klebst du auch mit Heißkleber auf. Und ich nehme mir hier jetzt noch etwas dunkelblaues Filz und daraus schneide ich mir hier so schlafende Augen aus, die ich natürlich auch in gleichem Abstand auf meinen Schal aufklebe. Und dann ist dein Luna-Schal auch schon fertig. Und zum Schluss zeige ich dir jetzt noch, wie du eine Schmuckdose verzieren kannst. Diese grundierst du als erstes mit Acrylfarbe. Ich habe mich hier für weiß entschieden, weil ich sie einfach sehr schlicht haben wollte. Du kannst dir natürlich die Farbe aussuchen, die du gerne möchtest. Und dann sollte die Farbe erst einmal trocknen. Ein kleiner Tipp, falls sich die Schatulle nach dem Anmalen nicht mehr öffnet, dann kannst du einfach ein Messer in den Schlitz an der Seite stecken und das so ein bisschen aufhebeln. Dann sollte die Dose wieder aufgehen. Und als nächstes habe ich mir ein Bild ausgedruckt. Ich möchte gerne ein Motiv von Chi darauf haben. Du kannst dir natürlich aussuchen, was du gerne möchtest. Und auf das Bild habe ich dann die Dose draufgestellt und mit dem Bleistift drumherum gemalt. So kann ich mein Bild in der Form der Dose ausschneiden. Und dann klebe ich das Bild einfach mit Bastelkleber oben auf den Deckel drauf. Alles, was hier so ein bisschen übersteht, kannst du einfach mit der Schere nachschneiden. Und weil ich diese goldenen Beschläge so schön fand, habe ich gedacht, male ich auch das Bild außenrum mit einem goldenen Lackmarker nach. Das kannst du natürlich machen, wie du gerne möchtest, aber ich fand das ganz schick irgendwie. Und dann ist die Dose auch schon fertig. Und wenn du jetzt bis hierhin geschaut hast, schreib mir doch super gerne in die Kommentare, welches heute dein Lieblings-DIY war. Meins ist auf jeden Fall dieser schöne Luna-Schal. Und ich muss gestehen, das ist ein DIY, das ich schon ewig mal machen wollte. Also steht schon wirklich ewig auf meiner To-Do-Wunschliste. Und ich freue mich, dass ich das jetzt endlich mal gemacht habe. Und er ist so schön geworden. Also ich werde ihn für mich selber behalten. Ich werde ihn nicht verschenken. Und ich werde ihn bestimmt auch oft tragen. Also du kannst diese DIY-Ideen auch gerne für dich machen und musst sie nicht verschenken. Das sollte nur eine Inspiration sein. Und wenn du jetzt noch Lust auf weitere Bastelideen und DIYs nach Anime und Manga hast, findest du hier noch zwei weitere Videos von mir. Abonniere natürlich super gerne auch meinen Kanal, um keines meiner Videos mehr zu verpassen. Und dann freue ich mich sehr, wenn wir uns nächstes Mal beim nächsten Video hier wiedersehen. Bis dann!